Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Palia. Ich nehme mal den Baum noch mit. Oh, da hinten sind noch zwei Blumen, sehe ich. Ey, schubs mich nicht. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Die auch. So. Haben ordentlich Insekten und so gesammelt. Das finde ich schon mal gut. Weil die können wir halt gut verkaufen. Die bringen ein bisschen was Geld. Jetzt nicht die Riesenmenge, aber die Masse macht es einfach. Die Masse macht es dann, ne? Und ich muss Pfeile herstellen. Ach, das war gar kein Insekt. Könnte noch angeln. So. Knurriger Koi. Sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir so langsam aber sicher nach Hause kommen. Wo war denn das? Oh, falsche Richtung. Ist hier eigentlich irgendwer, der irgendwas braucht oder will oder hat? Mayumi, Hudari. Ne, hier scheint nicht zu sein. Tamela. Okay. Ich wollte nicht geworfen haben, ich wollte eigentlich entladen haben sozusagen, aber naja, passiert. Ja, sie fängt auch. So, Tor. Komme. Passt. Sehr gut, dann können wir die Kernholzbretter nämlich machen. Die brauche ich und da muss ich mal gucken, wie kriege ich Seide und sowas. Werden wir aber auch noch rausfinden. Bin ich mir sehr sicher. Auch das finden wir heraus. Und Pfeile muss ich machen. Das habe ich schon rausgefunden, dass ich das machen muss. Oh, und ich habe fast keine Energie mehr, sehe ich. Da müssen wir dann auch noch mal wieder ein bisschen was essen. Aber wir haben noch Essen. Demher geht das klar. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Das ist ja sowas von sicher.
Hey. Da will noch jemand was. Okay, dann gehen wir da mal hin. Wer will denn da was? Ja, da fehlt immer noch der Tisch, fehlt mir immer noch. Der ist oben. Hi. Ich habe dich beim Sammeln gesehen. Ich weiß, dass du inzwischen die verzauberten Bäume hier bemerkt haben musst. Die Bäume wachsen in Windeseile nach und können nur gefällt werden, wenn du sie mit ein paar anderen Holzfällerkollegen gemeinsam schlägst. Wenn du es schaffst, einen zu fällen, kenne ich da eine geheime Methode, sie zu Brettern zu verarbeiten. Mit diesen besonderen Brettern... Edle Axt können wir schon mal kaufen und Rezeptströmungsbrett. Ah, da brauchen wir aber das nötige Geld. Aber die Axt können wir schon mal kaufen. Oder das Rezept jedenfalls. Granat. Wo haben wir denn den her? Ja, Rezeptströmungsbrett, da brauche ich erstmal noch Geld. Kennst du den Orden? Klar doch, ich habe schon einige Male mit dem Orden zusammengearbeitet, als ich noch beim Militär war. Aber ich werde die Gegenwart nicht nach ihrer Vergangenheit beurteilen. Sie sind hier genauso willkommen wie jeder andere auch. Esche findet es seltsam, dass ich so viel Zeit damit verbringe, den Menschen bei der Eingewöhnung zu helfen. Wenn ich plötzlich in einem seltsamen neuen Land auftauchen würde, wäre es mir auch lieb, wenn mir jemand hilft. Übrigens, vielen Dank dafür. Natürlich, Jungspund. Anderen zu helfen ist die größte Freude in meinem Leben. Und mit euch Menschen um mich herum mangelt es auch nicht an Freunden. Fair travels. Ja, mein Chef soll nicht er sein, das soll eindeutig Tisch sein. Aber da müssen wir noch ein bisschen was für tun, dass sie das wird. Noch ein bisschen sehr was, glaube ich. Wie sind denn meine Beziehungen? Die habe ich hier doch. Ashura, Auni... scheinen schnell Freunde zu werden. Okay, da brauche ich eine höhere Beziehungsstufe. Bei ihm habe ich Stufe 1 schon durch. 2 brauche ich. Kaleri. Brauchen wir auch eine höhere Beziehungsstufe. Wo sind wir denn bei Tisch? Das würde mich am meisten interessieren. Kenyatta. Sind wir kurz vor der 2. Nayuma, die wäre auch nicht uninteressant. Tisch. Tisch haben wir Stufe 3. Sehr gut. Aktive Quest. Die machen wir gerade. Wenn wir die haben, vielleicht, wann, die brauchen wir 4 oder 5. Damit die unser Dings wird. Kaleri. Wird angezeigt, dass die irgendwas hat. Tatsächlich. Wieder am Herumschnüffeln, was? Denkst du etwa, du kannst mich dazu verleiten, dir Zugang zur verbotenen Abteilung zu gewähren? Tja, sowas funktioniert bei mir nicht. Wenn du aber durstig nach Wissen bist, habe ich genau das richtige Buch für dich. Lies es, bevor du mich erneut behelligst. Okay. Dann gehen wir auch noch zu Seki. Der ist ja jetzt auch da. Ich will nicht den Laden öffnen. So. Hey, du scheinst ein vertrauenswürdiger Mensch zu sein. Kann ich mich darauf verlassen, dass du ein Geheimnis für dich behältst? Aber natürlich. Wie schade. Ich hatte echt gehofft, dass du nach all deinen Menschenfreunden von einem kleinen Geschäft erzählst, das ich nebenbei betreibe. Wie du weißt, habe ich für einen kleinen Laden für ausgefallene Gegenstände eröffnet. Ich hatte gehofft, du könntest ein paar Flyer verteilen, damit mehr Leute davon erfahren.
aber pass auf, dass du sie nur an die richtigen Leute weitergibst, hörst du? Ich möchte nicht, dass der Bürgermeister oder die Magistratin hier herumschnüffeln. Kennst du den Orden? Unter uns gesagt, Junge, der Orden ist schlecht fürs Geschäft. Ich werde mich gut benehmen, aber in der Nähe der Bullen die Pfoten stillhalten. Aber weißt du, wenn etwas einfach in meine Hände rutschen würde, sehe ich nicht ein, warum ich es nicht einfach behalten sollte. Plaudern wir noch mit ihm. Oni meinte, dass du schneller Insekten fängst als ein hungriger Schadwarak. Falls du mal Insektenbälle brauchst, dann ist Seki der Verkäufer deines Vertrauens. Den hätte ich nicht gerne als Shep. Shep ist einer, der uns hier quasi in der Gemeinschaft des Dorfes mit quasi aufnimmt, quasi unser Pate ist oder sowas. Und da hätte ich gerne die Tisch. Aber da müssen wir ein bisschen was für tun. Aber wir haben auch bei ihr schon den höchsten Level. So, ja, das ist so ein Baum. Und den kann ich halt nicht alleine fällen. Weil ihr seht, der wird so schnell wieder... Da bräuchte ich andere Spieler für. Ah, sehr gut. Aber du bist doch eine doofe Nuss. Du hättest es aber auch helfen können. Ah. Kommt extra her und haut dann ab. So ein Depp. Hätte ruhig helfen können, der Kollege. Finde ich. Aber da hatte er wohl einfach keinen Bock drauf. Naja. So. Knurriger Koi. Die Insekten packen wir mal da rein. Das waren schon alle. Okay. Wilde Frühlingszwiebel. Ne, den Rest behalten wir. So, dann machen wir mal Kernholzbretter. Also, mehr geht nicht. Wir haben richtig viel Kernholz gesammelt, ne? Ja, es ist immer noch die große Frage, wie mache ich Seide? Da war ich wahrscheinlich hier. Wir könnten mal noch Lampen herstellen. So, wir haben was für eine bessere Axt. Eine edle Axt. Eisenbarren brauchen wir. Das können wir aber herstellen. Da soll es nicht dran scheitern. So, haben wir sogar. Waren nur nicht im Inventar. Herstellen. Sehr gut. Edle Axt. Müssten wir jetzt auch hier haben, ne? Genau. Ah, damit müssten wir jetzt hier auch die großen Bäume fällen können, oder? Jawoll. Passt. Okay. Hatten hier gerade noch einen edlen Gürtel, ne? Höhere Chance beim Insektenfangen. Stellen wir her. Sehr gut. Ich müsste bei so auch mal Werkzeuge reparieren. Wenn wir schon dabei sind. Haben wir sonst noch was? Das ist alles gewöhnlich. Ja. Verschiedenes. Heimtückische Rauchbombe. Machen wir mal nochmal einen Schwung. Die nutze ich ja viel. Klebrige Rauchbombe.
provisorischer Pfeil. Gibt aber noch Reparatursets. Könnten wir auch nochmal herstellen. Dass wir da auf jeden Fall welche von haben. Verlangsamungspfeile, genau, die brauchen wir doch. 20 Stück jeweils, machen wir 100 Stück. Dann haben wir erstmal wieder einen Schwung. So, Möbel. Das Ermittlerzeugs brauchen wir. Ermittlerbanner. Da fehlt mir halt Seide. Ermittlerbett. Strömungsbretter. Ermittlerschreibtisch brauchen wir auch Strömungsbretter. Was war das mit dem Industriezeugs? Da brauchen wir einfach nur Kernholz. Und Eisenbarren. Kernholz und Eisenbarren. Kernholz. Eisenbarren brauchen noch ein bisschen. Aber gut. Dann gucke ich gerade mal. Die Sachen packen wir mal in die Kiste. Ob ich mit der Axt vielleicht eine kleine, ganz, ganz kleine Chance habe, den Baum da draußen zu fällen, wenn der noch da ist. Da liegt natürlich die Betonung drauf, wenn der noch da ist. Vielleicht haben wir da eine ganz kleine Chance. Ah, ist aber weg. Shit. Schade. Schade, schade, schade. Dann würde ich aber sagen, gucken wir mal, dass wir noch ein paar. Hä? Ich hatte doch Pfeile gemacht. Nicht? Hatte ich keine Pfeile gemacht? Doch. Ich guck mal, ob ich hier so einen komischen Strömungsbaum irgendwo finde. Wobei mir ja eh noch das nötige Kleingeld fehlt. Diesen dann auch zu verarbeiten. Aber wenn wir schon mal Strömungsholz hätten, wäre ja auch schon mal was wert. Finde ich. Ah, da haben wir nochmal Kupfer. Kupfer. Da ist nichts, was wir groß mitnehmen können, ne? Die ist einfach abgehauen. So. Ich höre doch da noch was. Ah, das war mal Kupfer. Nehmen wir mit. Aber die Insekten natürlich auch. Da rennt er. Und fliegt davon. Lehm brauchen wir auch immer mal wieder. Nehmen wir auch mal mit. Achso, mitnehmen sollte ich es auch noch. Nur hacken reicht nicht.
Hacken allein ist nicht genug. So. Ah, da ist noch eine Dingslilie oder Rose oder was ist das? Lotus. Eine Lotusblüte. Da habe ich auch schon mal versucht hinzukommen. Das hat, da brauche ich, glaube ich, einen besseren Gleiter. Es hat jedenfalls nicht funktioniert. Andererseits ist es auch nur eine Kiste halt, ne? Hat man meistens, dann hat man die Kiste immer am Hals. Das ist natürlich auch nicht so der Hit. Oh. Smaragdgrünes Teppichmoos. Auch gut. Ist abgehauen. So. Da ist noch eine Blume. So, dann sehe ich aber auch, dass die Zeit um ist. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zeit um heißt übrigens einfach nur, dass die Folge jetzt vorbei ist. Das heißt dann nicht immer, weil das schon mal vermutet wurde, dass ich quasi nur gucke, dass ich die 20 Minuten voll mache und dann Feierabend mache. Ist tatsächlich nicht so. Ich nehme in der Regel immer Folgen für die ganze Woche auf. Heißt in dem Fall, nehme ich die Folgen einfach mal, habe ich jetzt 4 Folgen am Stück aufgenommen. Heißt, ich bin jetzt seit gut 1,5 Stunden am Spielen. Also da gucke ich, also spiele ich schon länger. Und eben nicht nur die 20 Minuten, um die Zeit abzureißen, sondern ich spiele die Spiele, auch gerne. Tatsächlich. Ich habe Spaß daran. Und muss halt einfach nur gucken, dass die Folgen halt nicht zu lang werden. Das ist der einzige Hintergrund. Weil ich nehme natürlich halt nicht nur die Spiele auf, also dieses Spiel auf, sondern ich habe auch noch diverse andere, die unter der Woche laufen und die wollen halt auch alle aufgenommen sein. Und ich habe natürlich auch nur ein begrenztes Limit an Zeit. Oder ein begrenztes Maß an Zeit. So, da oben war auch nochmal Kupfer, habe ich gesehen. Deswegen muss ich da halt einfach gucken, wie viel ich wann aufnehme. Und klar, kommt immer mal vor, dass eine Folge was länger wird, wie die hier jetzt gerade. Aber die Kupfersachen will ich jetzt gerade noch mitnehmen. Da haben wir noch was. Und hier habe ich auch noch was leuchten sehen. Das ist auch nochmal die Smaragd-Dingen. So, und jetzt beenden wir dann aber wirklich die heutige Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne, tschüss. Und bis zum nächsten Mal.